Will ich da? Also, können wir. Achso, jetzt kann ich hier natürlich nicht mehr durch. Nee, ist klar. Die kann ich auch nicht durch. Nice. Jetzt bist du schon in Narnia. Ich mag ja so eine Flurgeschichten überhaupt nicht. Ja, ich mag so dunkle Holz auch nicht. Jetzt geht. Oh Gott, was ist denn da? Hallo? Das ist, wenn man Kinder malen lässt, ne? Wenn man es einfach mal machen lässt. Denn war da nur 5 Minuten in der Küche. Okay, was ist hier? Okay, was soll man tun? Der Elch kotzt noch? Oder der Hirsch? Ja, Blut oder was? Also. Oder. Scheiß Rotwein. Das sieht schon krass aus, ne? Oh Gott! Ich bin ausgerutscht. Den Boden gestürzt? I think I have the music for all the paintings now. I'm going to play it for you this evening. You're going to love it. Okay, cool. Auch eine interessante Kombination, ne? Also er malt und sie schreibt die Musik dazu. Also muss eine krasse Ausstellung gewesen sein. So, und unten haben wir quasi ein Stück von 5 schon. Wie ich es da in dem Bilderrahmen sehe. Ja, ein Puzzleteil gefunden. Ja, wo muss ich denn jetzt hier lang? Hier lang? Scheint so. Lichtschalter. Licht. So. Oh. Ja. Das wusste ich. Also. Ja, wusste es, ich wusste es nicht mehr. Ich hab's auch ganz männlich aufgefasst. Also irgendwie, okay. Aber jetzt kommen wir doch hier aus dem. Nee, kommen wir nicht. Ich dachte, wir kommen hier jetzt aus dem Keller raus. Na, wir werden auch bestimmt jetzt gleich aus dem Keller rauskommen. Geheimtüren? Sorry, I haven't written in a while. I've been swarmed with work. Ich meine, wir sind gerade durch den Schrank gelaufen. I gotta tell you, stimmt auch wieder. Your last letter was troubling, to say the least. I just can't believe she would set fire to your old paintings. Why would she do that? The Lady in Black especially? That was your tribute to her, wasn't it? I don't know what to tell you except to get her some professional help pronto. You could probably talk to someone as well. With all that's happened, I'm sure it would do you some good. I probably don't need to tell you that the buyer was sorely disappointed with the news. The new pieces just aren't selling as well as the classics. Anyway, I'll keep looking. You just hang in there and focus on your work. I know you still have it in you. I believe in you. Okay. Dein Freund und Agent Thomas Catwall. Mach ich nicht. Ist komisch, warum sie die Namen nicht lesen irgendwie und oder? Also, you can fight her, she will break you. What? Warum? Ist doch offen. Hier komme ich natürlich nicht raus. Natürlich nicht. Okay. Wobei. Das muss ich sagen, sieht zumindest von hier aus sehr flauschig aus. Also würde mir gefallen. So ja, ein Kamin. Einland? Also, ja, so ein bisschen. Immer noch? Okay, mit der Ratte vielleicht nicht so unbedingt, aber. Ja, es hat schon schön so ein Kamin, es war geil. Ich meine, das Ding ist halt schon fetzig. Oma Retterwachs. Schön, schönen Dank für den Jumpscare gerade. Oh. Okay, ich glaube, wir müssen. Ah, wir haben das nächste Stück für unsere Leinwand. Und ich glaube, wir müssen den Kerzenständer anzünden, ne? Wow, okay. 4? Okay, was haben wir denn noch? Mach doch nicht, jetzt hör auf. 4, 9. Warum geht denn jetzt der Kamin aus? 496. Oh, ho, ho. Don't be scared. It's just a book, Birdie. Was?
Ein Buchvögelchen? Was ist denn ein Buchvögelchen? Na, wahrscheinlich hat er gerade zu seiner Tochter gesprochen. Also 496. Okay. Wie kann ich denn... Was? Auswählen, bewegt die Maus und wie fahre ich das? Hab ich noch? Naja, dann probier 694 zum Beispiel. Oder so. Eine andere Kombination, siehst du? 6, 9. Okay. Es klingt wirklich, Es ist, ja. Ja, vielleicht ist er aber auch halt so ein nervöser Typ irgendwie, so beim Thron öffnen. Das ist halt immer so. Könnte ich sein. Sollte ja geben. Sollte ja geben. Watch out. You can fight her, ja. Also du kannst... This is fine. This is good. These are great conditions. I can finish it. I can. Aber I will. I need to. For all our sakes. For our family. Darf ich jetzt? For a family? Or just for you? Go on. Tip the scales. Jetzt darf ich. Weil vorhin stand es doch nur hier. Warum steht es jetzt da? Naja, Benny, du weißt ja, aus dem Originalteil ist es ja so irgendwie, dass sich halt jeder Raum ständig verändert. Ja, ja. Also das sollte dir jetzt noch nicht so Sorgen machen, dass da einfach nur was anderes steht. Es wird doch sonst wesentlich schlimmer. Hier ist nichts, da ist nichts. Wir gehen weiter. Dieser Stuhl. Welche Farbe soll ich wählen? Lady in Red oder so? Oder? Jetzt Chris Norman oder was? Oh! Hallo? The green of her eyes. The red of my paint. Okay. Tja, links oder rechts, Benny? Grün oder rot? Ja, da würde ich doch sagen. Grün oder rot? Entscheidet, links oder rechts? Also, rot. Also meine persönliche Lieblingsfarbe. Also, ich habe ja so, ne, ich mag ja blau und rot, beispielsweise. Mhm. Ne, grün ist jetzt nicht so mein Favorite, muss ich ganz ehrlich gestehen. Okay. Aber unser Kanal ist hauptsächlich grün. Ja, ist richtig. 257 blau, hau ab, Alter. Was ist denn los? Oh, wir haben Stellung nicht richtig erkannt. So, aber das Grüne sieht ja eben halt schon so, ne, also mit diesem Häuschen da, sieht irgendwie freundlicher aus als... Naja, Rot sieht halt aus wie Feuer, Blut, also, ne, yes. Rot ist halt eine sehr leidenschaftliche Farbe, eine sehr, sehr dynamische Farbe, Grün eben nicht, Grün beruhigt, Rot nicht. So, ich war immer gut in der Schule. Ist ja, freundlich könnte ich eine Falle locken, genau. Ihr müsst eh beides machen, das wissen wir doch gar nicht. So, wir haben bis jetzt ein Unentschieden. Wir haben einmal rot, einmal grün. Nee, wir haben zweimal rot, so ja. Ach, scheiße. Ja. Also, weil rot ist, ne, wie du schon sagst, ist ja immer so eine Signalfarbe, hat ja viel mit Leiden und aber auch Liebe zu tun. Leidenschaft. Also nicht zwangsläufig mit Leiden, sondern halt rot ist eine sehr leidenschaftliche Farbe. Ja, aber man. So, wenn du jetzt so nimmst, von wegen Signalfarben sind ja dann so wie das Stoppzeichen zum Beispiel, also immer so ein Achtungsgedings, dann hast du ja auch wegen Blut, ist ja auch rot, oder hast aber eben halt auch genau den Gegenpart, wo du sagst so, die rote Rose, ne, Liebe, genau. So Darstellung und, ja, ist okay. Also nehmen wir rot, weil wir rot. Der Chat will es. Okay, wir nehmen rot. Ja, und damit ist die andere Seite. Die Entscheidung wurde getroffen. So, okay, was haben wir? Prosthesis Snatchers. Insatiable Bastards. Can't afford a new one. Why the damn leg? Boah, das sind Augen da in den Löchern. Kann ich hier irgendwas machen? Nee. Am besten will ich weitergehen. Ach, guck mal, das sieht doch auch ganz. Toll aus. Shapeless Bastards? Nee, was stand da? Shapeless Dreams? Oh, hier? Yeah, was? Also. Shapeless Dreams, okay. Shapeless Bastards macht doch keinen Sinn, Alter.
Nein, nein, nein. So la 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 la, ran vorbei, Luft. I had the most beautiful dream last night. I dreamt he came to me, embraced me, loved me, as he once did. But we both know that while I dreamed my silly little dream, it was you he really lusted for. Was? Hatten wir eine Affäre? Ich weiß es nicht. Nee, ich glaube nicht, dass damit eine Affäre gemeint ist. She will break you. Was? Bianca hat einen random Sound abgefeuert und Melly hat ein Kinderlachen hinterher geschoben. Vielen Dank, ihr Lieben. Vielen, vielen Dank. Ist toll, toll. Die Vergangenheit hält mich fest. Bin ich denn hier irgendwie? Nee. Warte mal, da ist noch was zu lesen in der Kiste. Oh, stimmt. Don't worry, you're not alone. Perfect relationships may look great on the silver screen, but the rest of us mortals have to face the simple truth. Nobody's perfect. And you know what? That's fine. In fact, many loving couples struggle with day-to-day life in a relationship. This does not make them any less special. It just takes some work. And we're here to help. Our consultants, all trained experts in their field, will help you identify the source of your troubles and deal with it at your own pace. Whether it's simple miscommunication, money problems, or conflicting personalities, where there's a problem, there's always a solution. And remember, it's never too late. Ja, hat nicht unrecht. Also mit it's never too late meine ich damit. Ja. Okay. I think we should drop the Toccata here. People won't be able to concentrate on anything but your music. It's about our family after all, about both of us. I'm sure Thomas would agree with me. Gut. Vielleicht, weiß ich nicht. Ist da jetzt was aufgegangen? Nee. Nicht noch weiter, ist mir egal. Was? Was haben wir denn da? Eine Leinwand, also in der. Da hinten. Also hier. Oh. Okay, und dadurch sehen wir jetzt die anderen. Schau mal auf den. Schau mal durch den Rahmen, genau. Jetzt vielleicht durch den anderen Rahmen gucken. Ah, nee, doch nicht. Oh. Da sind Schlüssel. Warum regnet es jetzt durch? Was ist denn hier los? Will this storm ever run out of rain? Der Dachdecker hat ein bisschen improvisiert, glaube ich. Kein Material gekriegt. So, oh, warte mal. So, zack, jetzt ist das andere Bild da. Und damit ist jetzt vielleicht eine Tür gleich da. Ja, wunderbar. Okay. Ja, das fand ich schon am ersten Teil so cool. Irgendwie diese kleinen, kniffligen Rätsel da. Sag jetzt. Halbe Stunde später. Ey, wir kommen hier weiter. Wir müssen aufhören. So, da haben wir hier. Oh, das nächste Stück von der Leinwand. Zwei Stück fehlen uns jetzt noch. How can two people, who once loved each other so fully, so profoundly, drift so far apart? My husband barely speaks to me anymore. He just slithers in and out of his study, obsessively working on one failed painting after another. He won't even sleep with me anymore. I can tell he's disgusted by me. The look he gave me the other day. That pathetic, hurtful look. A combination of shame, guilt, and repulsion. I've come to realize that I've become a monster in my husband's eyes. It feels like nothing a woman should ever experience. Still, being the good wife that I am, I decided to realize my husband's fantasy.
If he thinks me a monster, I will sure as hell act the part. Okay. Also, das läuft aber in die komplett falsche Richtung, Freunde. Oh Gott, jedes Mal, wenn ich mich umdrehe, ist der Raum schon wieder anders. Oh, follow the footsteps. Okay. Sehe ich noch die Fußspur? Nee, jetzt sehe ich keine mehr. Schade. Ja, die Story wird halt natürlich halt sehr viel über diese Briefe und Korrespondenzen irgendwie erzählt. Deshalb gibt's halt viel zu lesen und dear sir, in dem Falle zum Zuhören. We must kindly, albeit strongly, urge you to keep your voices down during the night. Your marital problems, while regrettable, are a private matter and should remain that way. They are certainly of no concern to us, and especially our children. Please, consider that not everyone is a freelance artist. Some of us have to get up early and work for a living. We need our sleep. We must also warn you that if things continue the way they are now, we will be forced to call the police. Die Nachbarn? Mhm. Ich dachte, es wären jetzt die Angestellten, die sich irgendwie beschweren. Naja, die kamen sich nicht zu beschweren. Klingt jetzt zwar ein bisschen anmaßend, aber ist ja nicht so, dass sich jetzt irgendwie die Angestellten aber beschweren. My home is my castle. Locked inside, I am safe. Hat die sich selber eingesperrt? Also, erfolgreich? Naja, ich weiß nicht, wenn die Ketten draußen dran sind. Ja, dann wurde sie vielleicht eingesperrt. Ich würde sagen, hier ist ja so eine kleine Pilzkultur. Pilzparty. Pilzparty. Okay. Kann ich mich ducken? Nee, kann ich nicht. Okay. Gut, gibt's hier noch irgendwas? Was ist das denn hier für ein Altar? Sieht aus, als ob da irgendwas ran muss. Ah je, okay. Und wir müssen uns jetzt hier erstmal durchpetieren. Ja. Gong and Circus. Ja, ja, ja. Der Altar ist weg. Das fällt mir schon mal nicht. Ach, ist ja schön. Gong and Circus. Ja, okay, dann gehen wir jetzt anscheinend die ganze Zeit im Kreis. Ja, also ich glaube, ich hab... Aha. Kann ich jetzt wieder zurück? Nee. Na, vielleicht kommt jetzt der Raum wieder. Ah, okay. Sehr gut. Was? Was befeuert meine Leidenschaft? Ah, mein Bildschirm. Hallo? Da kann ich? Das Fenster hin schnell wieder zu. Ich, so eine Kerze mitnehmen wäre schon schön. Boah, ist ja richtig, also das ist jetzt richtig duster hier für mich. Hey. Ja, es ist ziemlich düster. Aber Gott sei Dank blitzt es ja ab und zu mal. I always felt as if it wasn't my hand that wrote the letters when using it. Pff, ist ja auch wirklich skurrile Form eines Füllfederhalters. So eine Handform und so. Oh, da kommt mal ein Bild. Hier ist ein Schalter. Kann ich den... Ich kann mal... Was geht denn hier? Oh. Okay, okay, okay. Was? Fisch? Was? Jetzt ist mein Fisch da drin, Alter. Oh. Ich überall. Oh, ist, schön. Ach, guck mal da. Wunderbar. Okay. Oh, dann rauch mal da durch. Weiß nicht, ob das so clever ist, aber wir machen's. Na, wir haben keine andere Wahl. Ja, deswegen mal. Wir sind bei Blutehirsch. Ja, stimmt. Oh, was ist denn hier? Ah, ist doch Schnaps drin. Achso, nee, ist wirklich nur zum Drehen. Let's dreh! Wo geht die Reise hin? Weg. Einfach nur aus diesem Haus raus. The thought alone that the most beautiful piece of art. Mann, wegen dir hört das jetzt immer wieder, Benny, Alter. Will you marry me?
dachte, da kommt jetzt noch eine Antwort, aber okay, kam keine. In an unexpected experimental streak in his usually conservative endeavors, Thomas Caldwell hosted an extraordinary exhibition opening in his gallery. Quote, "This is a great day for me and my wife," said in the opening speech. Quote, "For us, this is not only an exhibition, this is how we want to live our life. Music accompanies my paintings just as she will accompany me in the future. It is rumored that after the exhibition, some kind of arrangement was set between Caldwell and..." Ja, also das Vorlesen ist tatsächlich immer ein bisschen weird irgendwie, dadurch, dass halt manche Artikel vor den anderen liest, manche gar nicht. Verstehe ich tatsächlich nicht. Ich auch noch nicht so ganz. Ich meine, wer bringt denn halt ein Spiel raus, was noch verbuggt ist? Vor allem, das ist ja... Ist doch unüblich. Macht doch keiner. I have a responsibility. Finish it. Watch out. Ja, es ist wirklich, es ist ein tolles Spiel, um weiter wachsen. Es ist halt unheimlich atmosphärisch. Die Grafik sieht doch grandios aus. Ist auch auf der neuen Unreal Engine 5. Bleib weg. Sie ist nah. Vorsicht. Oh Gott. Bleib doch, also warum bleibt sie denn nicht weg? Oh Gott, ich muss. Was? Eis. Es ist verdammt dunkel. Oh Gott. Nee. Ich bin weg. Tschüss. Küche. Nice. Ein Apfel. Wir sind in einer Küche. Anyone can paint on a linen canvas. I am not anyone. Nein! Kann ich überhaupt nochmal rein? Okay. Nö. Mach will ich nicht. Will ich nicht. Ich bin. Nee. Ich. Was passiert? Was? Lol. Großartig. Verrottete Zeug alle, ey. Oh, geht. Und ein Messer. Schau mal, in der Leinwand. First, I looked for a canvas. Not just any canvas. I had to find a knife. Not one of those bread ones. It needed to be as sharp as a razor. So I used a razor, in fact. And then, carefully flayed the skin. Booze helped keep my hand steady. So weit ist es schon, dass hier seine Hand nur ruhig bleibt, wenn er Alkohol trinkt. Oh Gott. Dieser Mist, grüß dich, hey. Schön, dass du mit dabei bist. Oh, was ist denn hier passiert? Ja, und da haben wir, glaube ich, jetzt schon den Tipp bekommen, aus was hier die Leinwand sein wird. So I made you a little treat. You know, I bet even Rembrandt occasionally took time off from being brilliant and snored his head off like the rest of us common folk. I know. In other words, get some sleep, you big dummy. I love you. I love you too. Oh, wir sind wieder vorne. Oh, ist das schön. Oh. Warte, ich will noch mal ganz kurz hier hinten gucken. Die sitzt aber nicht mehr da, ne? Oh, nee. Nee, die ist wieder normal. Ja, ich denke, wir müssten nach oben, ne? Warum? Naja, weil uns noch zwei Teile zur Leinwand fehlen. Was ist das hier? Paprika. Feilsüß. Das Gute. Mal hier hinten so was. Na, feine Kleben, ne? Ah, okay. Na gut, dann... Schade, hier kann ich nicht hin. Da waren wir vorhin. Nee, da. Der Keller ist ja auch noch, ach Gott. Nee, komm, wir gehen mal nach oben. Komm, du hast gesagt, wir müssen hoch, ne? Hoch. Müssen wir jetzt nicht in das
Kinderzimmer oder so? Also wo die Tür offen ist? Und jetzt zu? Warum ist die jetzt zu? Weil die, warum ist sie jetzt braun? War die nicht vorhin weiß? Warte mal. Nee, ich glaube nicht. Das ist wieder so ein Blinkwinkel. Das sind alle braune Türen hier. Die war, ey, ich bin mir fast zu... Vielleicht wegen dem Lichtschein. Kann sein. Okay, die ist abgeschlossen. Ja, sehr dunkel. Hab mich jetzt mit euch in die Badewanne gepackt. Und jetzt scheint die Sonne hier rein. Ah, draußen dunkel. Ja, ich gebe zu, es ist jetzt eine bisschen unglückliche Zeit für Horror. Aber es geht. Oh! Ja, ich weiß, da ist ein süßer Kopf für dich. Ja, ja. Why pink? Warum nicht? Ja, weil Papa hat auch immer so ein leichtes Problem damit, irgendwie, wenn andere irgendwas machen, was er nicht cool findet. Hush, Daddy's here. Oh Gott. Okay. Kann man auf jeden Fall mitnehmen. Nicht gut. Hier ist nichts weiter drin. Tja. Oh, diese Puppen. Okay, komm, wir gehen wieder raus. Schade, hat uns leider nicht viel gebracht. Warte mal, stopp. Ja? Können wir hier links in die Tür? Da hatte ich vorhin gerade schon geschmult. Hier ist leider abgeschlossen. Okay, verschlossen. Benny, ich glaube, wir kommen auch nachher um den Keller nicht drum rum, ne? Hier war ich auch falsch schon. Okay, wir haben hier hinten noch ein paar Türen. Wir können mal hier gucken. Weil hier ist auch nochmal eine Notiz. Working all night. Don't wake me up. You wake me before up. You go. Ach, das Schlafzimmer. Okay. Ich habe schlechte Erinnerungen an dieses Schlafzimmer. Und wir haben eine Socke gefunden, oder was war das gerade? Ich habe ein Stück aufgenommen, unten rechts sehe ich das gerade noch. Might not be a household name yet, but just give her time. The incredibly talented multi-instrumentalist gave an astounding performance last night, winning over even the most ardent naysayers. Quote, she was simply astounding. I haven't seen such passion, energy, and skill in years, stated famed pianist Daniel Richter. He was not alone in his praise. It seems even Anthony Giles, one of his harshest critics, has finally seen the light. Giles had previously made disparaging comments about the artist, stating, quote, there's more to performing music than enthusiasm in a pretty face. When asked if after witnessing last night's performance, he regrets these words, Mr. Giles gave us a look that can only be described as a mixture of awe and embarrassment. Pressed for an answer, he simply said, yes. We caught up with the star. Ja, unsere Frau ist eine sehr, sehr talentierte Pianistin. Might not be a household name yet, but just give her time. Oh mein Gott. The incredibly. So, sieht jetzt so komisch, dass der Typ nicht aufgenommen hat, ne? Ja, genau. Kannst du nicht? Also, ich denke, jeder Mensch, der zum ersten Mal so eine Geige in der Hand hat, irgendwie lässt einfach nur tote Katze rauskommen. Irgendwie. Oder eine gequälte Katze, besser gesagt. Warum ist das so laut? Das ist halt Crescendo. Was ist denn das jetzt? Wir haben jetzt die Spiegelscheibe da eingesetzt? Ja. Oh no. The long-awaited opening of the Galactic Department Store turned into hell on Earth when the building's wiring burst into flames. While the majority of the visitors managed to reach the emergency exits in time, several unfortunate attendees were trapped in the back of the building, having no chance to escape the raging inferno. The exact number of casualties has not yet been determined, although it is estimated that at least a dozen people have been severely injured. The owner of the Galactic, Ron Shivian, has so far declined to comment on the events. Ich verstehe nichts mehr! Alter, was ist denn hier los? Ich geh mal hier hinten hin, hier hinten ist vielleicht ein bisschen ruhiger. Na ja, bei Kaufland hat's gebrannt. Oder bei Karstadt besser gesagt. Ah, wieder aus der Wald. So, jetzt eine Rollbandage, wunderbar. Warum? Okay, Stock. Klinge drin? Ich hab auch nur mit. Sorry, couldn't sleep. The leg's been acting up again. Figured I might as well do some work. I love you. Ich nehm
Kommt er jetzt wieder mit? Nochmal so ein Spiegelding. Wir haben noch zwei so eine Spiegeldinger. Please, I need you. Oder auch nicht. Ich dachte, ich habe noch eins. Ist hier noch, liegt hier irgendwas noch, was ich, übersehe ich irgendwas? Ja, schon mal an den Schränken. So, wird nicht gehen, ne? Nee. Obwohl, eigentlich, die, also, ich müsste sie eigentlich auch, also, weil, ne, ist kaputt. Probier mal, also, okay. Aber das ist doch da die Scheibe, die du da hast, oder was? Unten. Ich hätte jetzt auch gedacht, dass es die Scheibe ist, aber anscheinend nicht für das Spiel. Was? Kam das jetzt, war das jetzt mit so einer Latenz, oder? So ein bisschen. So ein bisschen. Schön. So. The thought alone, the most beautiful piece of art doesn't have my name on it, is killing me. So. Willst du mich heiraten? Nein! Will ich nicht. Okay, probieren wir jetzt nochmal, ob es jetzt nochmal geht. Wir können ja auch gucken, ob wir hier noch was haben. Okay, ist abgestanden. Was? Bianca hat Random Sound abgefeuert. Nee, kann ich auch noch nicht. Gibt es hier noch irgendwas, oh, was ich hinten am Bild? Hinten am Bild? Rufi, da war grad. Kannst doch grad irgend. Ich hab da gerade irgendeine Interaktionsmöglichkeit gesehen. Oh. Geh mal nochmal auf die andere Seite vom Bett. Irgendwo hat er gerade. Ich schau mal zum Bett runter. Sag mal, wo war denn das? Gerade ausgelöst. Was hat denn. Ja, kann auch die Krücke drin gewesen sein, eventuell, die dann so reagiert hat. Aber ich hätte gedacht, wir finden jetzt hier die ganzen Dinger im Zimmer. Ja, würde auch Sinn machen.